Dir gleich gesagt, dass das nicht klappen wird. Du wolltest doch unbedingt ein Haustier. Toll. Und wie sollen wir jetzt den Kaffeesatz aus der Waschmaschine kriegen? Hallo? Ist da jemand im Baum? Nein. Sicher? Ist da was im Busch? Psst, du lässt uns noch auffliegen. Verdammte Pollenallergie. Flötennasen. Du wolltest ja unbedingt, dass wir uns in einem Baum verstecken. Seid ihr Flötennasen? Ich bin auch eine. Ihr müsst euch nicht vor mir verstecken. Okay, wenn du eine Flötennase bist, wie ist dann dein Name? Vielleicht kennen wir uns ja. Okarius. Also, wenn wir auch welche wären. Okario, irgendwas Boe, der Dritte. Robert, du bist Robert. Oho, Entschuldigung, Euer Majestät. Hätten wir gewusst, dass ihr es seid, dann hätten wir das gute Porzellan rausgeholt. Wir haben gar kein Porzellan. Die hätten uns nicht gefreut. Die letzte Tasse runtergeschmissen. Ja, einer der vielen Nachteile, wenn man in einem verdammten Baum lebt. Hab ich dich gezwungen, hierher mitzukommen? Du hast gesagt, du wolltest... Die kann man bestimmt einsetzen, die drei Tafeln. Ich vermisse Laura. Können wir vielleicht, um sie zu überzeugen, ein bisschen spielen? Also, wenn sie das nicht überzeugt... Es muss ja. Aufhören! Ich hasse Musik. So unordentlich. Meine Güte, ist das... Die Hymne. Er ist tatsächlich eine Flötennase. Es tut uns leid, dass wir dir nicht geglaubt haben. Ja, aber heutzutage kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Ach, kein Thema. Ihr kennt also die Hymne? Natürlich. Aber du glaubst nicht wirklich, dass du der König bist. Doch, ich bin der König. Hör mal, der König kann fliegen. Das weiß doch jedes Kind. Was? Fliegen? Was? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ich bin mir sicher, das stimmt nicht. Ach ja, und woher willst du das wissen? Weil ich der König bin und ich nicht fliegen kann. Ja, weil du nicht der König bist. Da müssten wir jetzt Laura haben, die es uns sagen könnte. Okay, wir nehmen die Tafel mit. Irgendjemand hat einen schweren Kessel draufgestellt. Runter mit dem Kessel. Nein, das stinkt ja furchtbar. Irgendjemand kocht hier Suppe. Uah, die stinkt noch schlimmer als der Schroftümpel. Hey. Tja. So, wir kriegen wir den Kessel da runter. Eine Statue und eine Tafel. Ich kann doch nicht fliegen. Okay, ja, Leute, haben Hack gerade nicht mit dabei. Das würde nicht funktionieren. Sollen müsst. Ein Sieg. Darf ich mir das leihen? Was willst du damit? Es mir leihen. Ach so, kein Problem. Okay. Können wir vielleicht. Ja, ich sollte die Suppe unbedingt in ein Sieb umfüllen. Macht Sinn. Ich habe meine eigene Flötennase. Können wir mit den Flötennasen reden? Hallo, Leute. Hallo, Kollege. Was macht ihr da oben? Seid ihr auf der Flucht? Wie so viele von uns. Ja, aber ich wette, wir sind die Einzigen, die in einem Baum leben. Das ist nicht der Punkt. Die meisten von uns sind auf der Flucht, seit Emil die Macht ergriffen hat. Die Asposer verstehen einfach nicht, dass sie sich selbst die Luft zum Atmen nehmen. Wir sollten einfach aufhören, das Lied zu spielen. Dann werden sie schon sehen, was sie davon haben. Das ist keine gute Idee. Dann wären wir nämlich alle tot. Dass du dich immer an solchen Kleinigkeiten aufhängen musst. Aha. Ihr seid also auf der Flucht und versteckt euch hier in diesem Baum? Ja. Und ihr spielt das Lied, damit niemand erstickt?
Genau. Klingt logisch. Warum habt ihr nie versucht, den Leuten die Wahrheit zu erklären? Dazu hätten sie erst einmal lange genug zuhören müssen. Aber Musik wurde sofort verboten. Wir als Lügner und Staatsfeinde deklariert und weggesperrt. Dorthin, wo niemand mehr unser Lied hören kann. Klingt ja traurig. Außerdem ist das immer noch Conroys Werk. Die Leute haben seine Lügen oft genug gehört, um sie zu glauben. Es spielt nicht mal mehr eine Rolle, dass ihn niemand mochte. Das Ding mit den Basilen hat sich in den Köpfen festgesetzt. Ihr denkt also auch, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, sie vom Gegenteil zu überzeugen? Es gibt immer eine Möglichkeit. Wir brauchen nur jemanden, der die Dynastie wieder vereint. So wie es in der Prophezeiung heißt. Ja, eine Art, ich weiß nicht, Herrscher. Oder eine Herrscherin. Naja, eigentlich war das alte System ja gar nicht so schlecht. Wenn es nicht kaputt ist, warum es reparieren? Conroy hat die halbe Dynastie ausgelöscht und eine religiöse Diktatur errichtet. Das alte System war doof. Ja, das einzig Gute an heute ist, dass es endlich nicht mehr damals ist. Aha, okay. Mehr zum Windmönch. Könnt ihr mir sagen, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Warum solltest du überhaupt nach ihm suchen? Nach dem, was der letzte Windmönch Conroy angerichtet hat. Ja, ohne ihn wären wir gar nicht in diesem Baum. Ich werde niemals Okarios Gesicht vergessen, als Conroy diese Basilenviecher aus dem Brunnen geholt hat. Und die arme Dorea. Hey, sei nicht traurig. Es kommen bessere Zeiten. Aber wir haben ja nicht mal mehr einen Kapellmeister. Es wird einen neuen geben. Wir wissen bis heute nicht, wo Dorias und Okarios Sohn abgeblieben ist. Ich, stehe vor euch. Natürlich. Und ich bin der uneheliche Sohn Abt Conroys und einer Bardame. Igitt. Aha, okay. Uneheliche Sohn einer Bardame, das ist doch die, zum ersten Teil. Wisst ihr irgendwas vom letzten Windmönch? Er ist, soweit ich weiß, der letzte. Das bringt mich zwar nicht weiter, aber danke. Okay, genug geredet. Schreiten wir zur Tat. Danke. Spielen wir noch ein bisschen. Tja. Türme. Ja, an die Tafeln kommen wir nicht ran. Ausblick. Der Ausblick auf die Berge hier ist wunderschön. Da lasse ich lieber die Finger von. Okay. Sagt das Hilfesystem für uns vielleicht? Wie wir hier Lukas unter den letzten Windmönch finden? Spüren. Ah ja, da braucht man das ja ein Schweinling für. Ja, ich weiß ja schon. Okay, vielleicht können wir das irgendwie abfüllen, das Ding, ja. Aber wie? Vielleicht ein Buch. Ja, natürlich. Mit dem Buch. Damit sollte ich etwas Suppe abschöpfen. Jetzt können wir damit den Schwanzfliege fangen. Damit könnte ich sie fangen. Aber sie ist zu der Gestank der... Na komm, Schwanzfliege. Jetzt! Damit könnte ich sie fangen. Der Gestank... Aber wie? Warum sollte ich das? Okay, zu weit weg. Und wie kommen wir näher ran? Das ist hier die Frage. Hilfesystem. Das ist die Frage, wie man näher rankommt.
eines Fluchs. Tja, ein Ast doch, ja okay, aber was? Oh, mein Strohfelsen. Haben wir es vielleicht schon mitgenommen, was wir hier... Warum sollte ich das tun? Tja... Irgendwo etwas, was wir... als Flagge benutzen können. Ja, Quatsch, nicht als Flagge, als Segel. Ich sehe es nicht. Nee, das wollen wir nicht. Irgendwo nach rechts mit... Oben rechts bei den Schrohfelsen. Ausgang zum... Oh, es gibt einen anderen Ausgang. Zur Nebelsenke. Aha. Und da haben wir auch schon was, was wir jetzt vielleicht benutzen können. Hier kommen also die Windmönche her? Ich kenne mich hier aus wie in meiner Manteltasche. Oh, hier haben wir noch ein Lied, was wir lernen können. Kannst du mir dann sagen, wo ich hin soll? Ja, aber das werde ich nicht tun. Danke, Conroy. Ah, das kenne ich. Das sind Flötennasenlieder. Na, dann sing okay, Spiel. Da? Das ist das Hochlied. Aber was können die anderen beiden? Leider gibt's hier keine Noten. So ein Mist. Ein Nebel. Der Nebel ist zu dicht, um... Den müssen wir lösen. Dazu fällt... Diese Symbole kommen... Leider gibt's hier keine... Keine Noten. Was willst du nur von mir? Das gibt's doch nicht. Ein Glasrohr. Und ein Fähnchen. Dann lösen wir erstmal das eine. Bevor wir das andere Problem angehen. Zurück zum Schroff. Felsen. Ganz genau. Und dann hier. Oh mein. Sekunde, da können wir das Glasrohr doch bestimmt verbinden. Ein Segel. Jetzt habe ich. So, zack. Machen wir ein Boot draus. Und ein Floß. Jetzt habe ich. Das Buch passt gut darauf. Ein Buch. Floß. Floß mit Suppe. Ein Suppenfloß. Uah, die Suppe stinkt schlimmer als der Tümpel. Schubs. Du sollst schubsen. Uah, die Suppe. Uah, die. Okay, sollen wir vielleicht mal gehen? Abhauen und dann wiederkommen? Tja, es hilft's nicht. Vielleicht ein kleines Liedchen spielen. Ah, sehr gut. Dachte ich's mir. Fliegenfalle gebaut. Jetzt sitzt du in der Falle. Ist eine Decke drauf. Na komm schon, kleine Schweinsfliege. Oder auch nicht. Okay. Lass die Schweinsfliege mal daran riechen. Los, such den Schroff. Los. Jetzt haben wir sie dressiert. Jetzt kann sie für uns suchen. Okay. Hm, das hat ja nicht so gut geklappt. Tja, vielleicht kann sie auf dem Ausblick weiter riechen. Das wird nicht klappen. Ich kann auch fliegen und uns... Tja...
Spürhund, ja, haben wir. Tja. Ach so, ja, vielleicht können wir das Netz mitgeben. Sie sieht stark genug aus, das Steinsieb heben zu können. Aber wie soll sie es festhalten? Und festgeklebt. Ich glaube. Was brauchst du noch? Vielleicht. Festkleben. Aber wie? Im Tümpel. Das ist zu nützlich. Okay. Der Steinsieb ist klar. Handseil. Nebelsink, okay. Ach, ein Windhauch. Ich bin noch retarded. Ein Windhauch machen, natürlich. Es hat doch auch bei dem Siegel geklappt. Wir können doch hier den Wind heraufbeschwören. Wir haben doch die Fähigkeit. Sehr schön. Ui, wow. Okay, wo sind wir hierhin geraten? Eine Tafel. Aha. Da steht... Die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Das sind Beweise. So bekomme ich die nicht. Okay. Die Wurzel können wir bestimmt als Seil benutzen. Zeit für eine Wurzelbehandlung. Aber so bekomme ich die nicht. Okay, Stange. Vielleicht sollte ich dran tanzen. Nein. Nein, Robert. Nein. Eine merkwürdige Stange. Ein Notenrund. Dazu fällt mir nichts ein. Diese Symbole kommen mir sehr bekannt vor. Leider gibt's hier keine Noten. Aber da oben, wenn wir das zusammenfügen, das irgendwie abnehmen. Das mache ich nicht. Tja. Eine Wäscheleine. Ja. Wir brauchen ein Seil. Und vielleicht abboosten. Mal hier unten das Lied singen. Spielen, meine ich. Okay. Hieß, dass es ein Seil gibt. Ja, die habe ich schon entdeckt. Aha. Kopfkratz. Schrofkralle, die habe ich gar nicht gesehen. Eine Schrofkralle. Da ist ja immer noch eine Hilfe drauf kommen. Eine Schrofkralle, ein Zehennagel. Okay, dort hat sich mal die Nägel geschnitten. Autsch! Das ist sehr schön. Denn die sind natürlich scharf. Ab zu den Nebelsenker. So, Wurzel abschneiden. Jetzt gibt es eine Wurzelbehandlung. Oh, da war hier noch ein Tuch, da haben wir nachgeguckt. Sehr schön, ein Vorhang, den können wir bestimmt auch irgendwo viel gebrauchen.
Oha, ein Fenster. Ich kann kaum etwas erkennen, aber da scheint ein Raum zu sein. Besonders viel Licht kann da nicht reinkommen. Vielleicht müssen wir so ein Dingens reinmachen, so ein Phosphos, damit das Licht macht. Vielleicht können wir hier mal. Okay, es bringt nicht viel. Da dreht sich nichts. Tja. Jetzt muss ich hier mal zurück. Jetzt können wir... Was wollten wir nochmal genau machen? Ach so, ja, hier. Wenn ich diese Wurzel an das Sieb knote, kann es nicht mehr weglaufen. Okay. Angeleintes Steinsieb. Rettungshubschrauber. Juhu. Los, let's go. Such den Schrof. Los. Bring den Schrof zurück. Da ist er. Der Lukas. Lukas, Papa ist so froh, dass du wieder da bist. 4 Steine und 3 Kinder, das hat mich irre gemacht. Oh, schön. Die Familie ist wieder... Fast komplett. Vereint. Oh, die arme Schweinsfliege. Lukas, wie oft hab ich dir gesagt, dass man die Schweinsfliegen nicht essen kann? Mal ab... Mal ab. Na toll, jetzt habe ich es abgebrochen. So, könnte jetzt ein Lied singen. Kann ich dich noch mal was fragen? Ich habe mich immer gefragt, ob sie ein Nein aufgehalten hätte. Darf ich das Dynastielied jetzt hören? Na, aber selbstverständlich. Kinder, Position! Ja! Sehr schön. Bam, 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 bam. Wundervoll. Wir haben ein Lied gelernt. Ein neues Lied. Vielleicht können wir damit irgendwas bewirken. Dort unten. In den Nebel, in der Nebelsenke. Den Noten runter aktivieren. Okay. Da fehlt uns noch was. Das hier, dann das hier, dann das. Ist das? Das andere kennen wir wohl noch nicht. Ich versuch's nochmal mit dem hier. Nee. Da fehlt uns noch 1 von 3. Vielleicht können die Schrofs weiterhelfen. Vielleicht kennen die noch ein anderes Lied. Und finden irgendwo einen anderen Ort, wo wir was erlernen können. Hallo, Herr Schrumpf. Kann ich dich noch mal was fragen? Ich habe mich... Schade. Können wir nicht. Tschüss, Schrumpf. Tschüss, Kinder. Wie sagt man? Ohne Leistung keine Liebe. Nicht das. Ach so. Auf Wiedersehen. Und? Was willst du werden, wenn du mal groß bist? Genauso tödlich wie mein Vater. Aha. Und? Genau. Okay, das hilft uns hier auch nicht weiter. Zum Ausblick.
Tja, also, die Platten bekommen wir aber nach wie vor nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Niederlernen. Sie unterhalten. Okay. Wir haben uns doch schon mit ihnen unterhalten. Okay. Hey, da oben. Hätte ich jetzt sowieso Kann ich gemacht. Euch noch mal was fragen? Sicher. Frag dich aus. Hier, die Nietzsche-Symbole. Wisst ihr, was die Symbole auf dem Zylinder in der Nebelsenke bedeuten? Eines sieht aus, als würde es sich drehen. Natürlich, das ist das Drehlied. Ein mächtiges Lied. Jetzt bringen sie es uns bei. Ein gefährliches Lied. Wozu braucht man das? Na, vor allen Dingen, um Dinge zu drehen. Oh, sehr schön. Könnt ihr mir das beibringen? Das ist viel zu mächtig. Dieses Wissen ist allein dem König bestimmt. Aber ich bin der König. Wir können was denen beweisen. Der König kann fliegen. Flieg mal. Der König kann nicht fliegen. Müssen fliegen lernen. Ich kann offenbar nicht viel. Das hat der König auch nie behauptet. Ach Mist, das bringt doch nichts. Okay, wir müssen fliegen lernen. Ich brauche wirklich dringend das Lied zu diesem Drehsymbol. Wir brauchen alle irgendwas. Ich brauche zum Beispiel einen Beweis, dass du der König bist. Wenn du uns beweist, dass du fliegen kannst, können wir dir das Lied geben. Alles Warum sollte der König fliegen können? Verantwortlich. Was ein Blödsinn. Die wollen mich wirklich fliegen sehen. Wie soll ich das denn anstellen, ohne zu zaubern? Ein Trampolin besorgen. Macht's gut. Komm mal wieder unsere... Ja. Vorhang. Das brauche ich nicht. Ich kann meinen Vorhang hier aufhängen und da uns irgendwas draufstellen und einen Zaubertrick machen. Das brauche ich. Tja. War vielleicht schon ganz richtig. Die Holztafeln, okay. Alterung. Ja. Die Halterung dort, die mit den Symbolen. Aber wir haben nur zwei Tafeln. Dazu fällt mir nichts ein. Nein. Das könnte Spaß machen. Okay, nicht diese Halterung. Ist da drüben noch eine Halterung? Wir benutzen können in der Nebelsenke. Eine Halterung. Sehe hier eine Stange und ein Fenster. Halterung. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Oh, Steinplatte. Ich habe die anderen beiden noch nicht. Da steht, sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Okay, das kommt weiter hinten. Okay, ist vielleicht sogar schon so richtig. Da steht... Die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Da steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Das muss auf jeden Fall hier hin. Da steht, sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Das ist nicht ein Depot, ja. So, wie kommen wir an die anderen beiden Platten? Mit dem Kuckuck oder so? Da brauche ich noch Ideen.